Sie behauptet, ich bin die, Prinz Harry entjungert hat. Sie bescherte Prinz Harry, 38, ein paar ganz besondere Minuten. In seiner Biografie-Reserve packte der Sohn von König Charles, 74, einige pikante Details aus und ließ sich auch detailliert über sein Sexleben aus. So verriet er zum Beispiel, dass er sein erstes Mal mit einer älteren Frau hatte. Wer das war, blieb im Verborgenen, bis jetzt. Nun gab besagte Dame ihr erstes Interview und plauderte über das royale erste Mal aus dem Nähkästchen. Gegenüber Sun on Sunday behauptete die 40-jährige Sascha Walpole, dass sie Prinz Harrys erster Sexualkontakt war. Das Ganze soll sich im Juli 2001 nach Saschas Geburtsparty hinter einem Pub abgespielt haben, als beide schon ordentlich betrunken waren. Der Sex war leidenschaftlich und lebhaft. Denn wir hätten es nicht tun sollen. Eines führte einfach schnell zum anderen. Wir landeten auf dem Boden, berichtete sie. Die beiden hätten sich schon vorher gekannt, seien sogar Freunde gewesen und hätten auch gemeinsame Ausflüge unternommen. Es gab kein Geplauder, keine Worte, wir waren 15 Minuten weg, aber der Sex dauerte etwa 5 Minuten, führte Sascha weiter aus. Der Akt sei nicht geplant gewesen, Harry zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt, ein Jahr jünger als im Reserve angegeben. Zu der Zeit wusste ich nicht, dass er noch Jungfrau war, ich habe damals nicht darüber nachgedacht. Er wirkte nicht wie eine Jungfrau, er schien zu wissen, was er tat. Nach ihrem Techtelmechtel hätten die ehemaligen Freunde dann nie wieder miteinander gesprochen. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta. Și în plus poți să sari sus, sus, sus.